Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich stelle euch heute das Tagebuch von Violetta vor. Das ist ein Tagebuch, genau wie in der Serie Violetta. In der Serie Violetta ist dieses Mädchen Violetta ja ein sehr musikalisches Mädchen, die mit ihrem Vater zusammen nach Argentinien zieht. Und sie hält immer ihre ganzen Erlebnisse, Wünsche, Träume in so einem Tagebuch fest. Und mit diesem Tagebuch hier kann man das jetzt auch selber machen. Ich werde es mal öffnen. Hier ist so ein Magnetverschluss. Das hier ist nur so eine Bandrolle, die kann man hier abnehmen. Mal schauen, was hier noch draufsteht. Kreiere dein eigenes geheimes Tagebuch und nimm es überall mit hin, genau wie Violetta. Ist von der Marke Giochi Preziosi, wahrscheinlich anders ausgesprochen. Die Serie ist von Disney. Und jetzt schauen wir uns mal das Tagebuch an. So, hier vorne sieht man schon mal Bilder von Violetta aus der Serie. Hier so eine schöne bedruckte erste Seite mit verschiedenen Mustern und 5 verschiedenen Fotos. Und hier der Aufschrift Violetta. So, die zweite Seite. Auch so bunt das Muster. Hier ist zum Beispiel so ein Kopfhörer, Herzchen, Notenschlüssel, eine Note. Sie hat ja viel mit Musik zu tun. Deswegen sind hier auch diese Musiksymbole. So, und die nächsten Seiten. Mal schauen, ob es da auch noch andere gibt. Eigentlich sehen die immer ähnlich aus. Ich glaube sogar gleich. Hier oben steht immer Violetta. Und hier sind immer diese Symbole rundherum. Viel Platz, um zu schreiben. Also man kann hier oben anfangen und hier schreiben. Also hier unten fehlt einem dann ein bisschen, aber es ist einfach, damit es schöner aussieht, dieses bunte Muster. Und ich schaue mal, ob noch irgendwas anderes hier ist. Nein, alle Seiten gleich bis zum Schluss. Die letzte Seite ist wieder so wie hier am Anfang. Eine Seite bunt und eine Seite zum Schreiben. Und hier der Umschlag. Also die erste bzw. letzte Seite ist dann auch wieder gleich. Man kann das Buch so schließen. Es sieht sehr schön aus, finde ich. Also es ist so ein mattes Lila mit rosanen Mustern, also mit Blumen und mit anderen gestalterischen Elementen. Hier ist so eine große lilane Blume. Und hier an dieser Blume wird das Ganze auch befestigt. Also hier ist das Magnet. Das ist hier wie so eine Klappe, die eben einmal hier so rumgeklappt wird. Auf der Rückseite, die ist schlicht und lila und hier steht nur eben Disney Violetta. Hier der Buchrücken, da steht My Secret Diary und mein geheimes Tagebuch, eben das in unterschiedlichen Sprachen. In 6 Sprachen. Das Buch ist sehr handlich. Ich habe es jetzt nochmal nachgemessen. Das Buch ist 17 cm breit und 22 cm hoch. Also etwas größer als DIN A5 und ja, sehr handlich, passt, glaube ich, in jede Tasche. Man hat trotzdem viel Platz zum Schreiben. Also große Seiten, viel Platz zum Schreiben. Ich finde es insgesamt sehr schön, das Buch. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt, wie euch das Video gefallen hat und ob ihr die Serie Violetta mögt. Das würde mich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Da freue ich mich drüber. Schaut auch unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!